Voice recognition authorized. Welcome. So, jetzt können wir noch gucken, ob wir mit 0 starten wollen, weil im Grunde genommen... Ach nee, das passt schon so. Das können wir erstmal so lassen. Es geht ja hier erstmal nur um die grundsätzliche Funktion und das haben wir auf jeden Fall gemacht. Jetzt können wir nochmal gucken, wie wir verhindern können, dass du trotzdem Punkte kriegst, wenn der ganze Kram in die Lava fällt, weil wenn wir den mal einmal durchlassen, den Stein. Ah ne, es gibt doch keine Punkte. Dann habe ich mich eben ver... Oder? Hat er gerade Punkte? Moment, schiebe ich mal eben kurz weg. Nö. Ah, jetzt gibt es Punkte. Das muss ich jetzt noch prüfen. Das sind so klassische Sachen, die auftreten. Ah ne, Quatsch, okay. Es gibt immer diese Punktzahl, weil er ja nicht sofort stirbt, wenn dann die Lava fällt. Der wird ja erst nach unten gezogen und dann wird der Actor vernichtet. Jetzt müssen wir schauen, dass er weiß, dass er keine Punktzahl vergeben soll, wenn er einfach in die Lava fällt, sondern nur, wenn wir ihn abgeknallt haben. Das können wir jetzt entweder machen, indem wir das mit einem Overlap-Event machen, und zwar direkt im Gegner. Das heißt, wenn er einen Overlap hat mit unserem Laser zum Beispiel, dann machen wir da einen Bull rein, der einfach sagt, okay, du wurdest gerade abgeknallt. Oder aber, wenn du einen Overlap mit der Lava hattest, dann eben nicht, also genau das Gegenteilige. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das mit dem Laser-Overlap zu machen. So. Geschoss und Gegner. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Nehmen wir doch einfach Geschoss. Da kann ich dir dann auch was Neues zeigen direkt. Und zwar Text. Der Actor selber, also viele Sachen können Text haben. Der Actor selber hat jetzt keine. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Geschoss. Da kannst du aber auch reinschreiben, was du willst. So. Geschoss. Und wenn der Gegner dann einen Overlap hat, mal gucken, wenn wir das hier dran bringen. Am besten am Anfang direkt. So, get an Overlap. Das machen wir dann. Casten erstmal, ob der das ist. Okay. Dann holen wir uns den anderen Actor. Dann gibt es ja Has Tech. So, und dieses Tech, wenn das Tech Geschoss ist, und das muss genau gleich halten, heißen, dann geht er hier raus und wenn nicht, dann geht er da raus. Und auf jeden Fall, wenn das nicht ist, geht er hier weiter. Ansonsten, ich kann das ja mal hier oben ein bisschen hinsetzen, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Alles klar, also wenn es Geschoss ist, dann kommt sie oben raus und dann wollen wir uns das merken. Und dafür nehmen wir einen Bull. Und den setten wir dann. Und zwar auf ja. Und dann geht es hier weiter. Oder aber wir können hier eine Reroute-Note machen. Das wieder zusammenführen. Und dann hier, ups. Und dann hier runter gehen. Das ist auch ein bisschen geiler aus. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas Besonderes brauchen, aber das dürfte schon reichen, weil das alles ist völlig egal. Auf beide Routen geht er hier durch und macht sein Ding, auch wenn er in die Lava fällt. Mit dem Unterschied, dass er jetzt weiß, ob er erschossen wurde oder nicht von mir. Und das können wir dann hier triggern. Also, wenn geht Geschoss, da können wir dann
gleich hintersetzen, aber bei einem Bool macht das wenig Sinn. Da können wir sofort einen Branch hintersetzen, weil es ja nur Ja oder Nein gibt hier an der Stelle. Und wenn er erschossen wurde, dann passiert gar nichts. Ja, Quatsch, dann kriegen wir natürlich die Punkte. Ein bisschen verwirrt gerade. Ansonsten passiert gar nichts. Mehr muss auch nicht passieren hier. Allerdings könnte man das natürlich unendlich weit fortsetzen. Müssen wir mal kurz schauen. Ich stoße mal einen rein und gucken, ob ich jetzt Punkte kriege. So, der geht runter. Und irgendwann gleich müsste es die Punkte geben. Okay, das geht schon mal. Und dann schießen wir den Punkt. Ausgezeichnet. Alles klar, dann klappt das. An der Stelle sind deiner Fantasie natürlich mal wieder keine Grenzen gesetzt. Du kannst Highscores machen und so weiter. Wir werden uns hinterher, also nach der Level 3 Serie, natürlich auch damit beschäftigen, wie man den ganzen Kram abspeichern kann, wie man Highscores sogar über das Level mitspeichern kann und wie das sogar in einem richtigen Safe Game hinterlegt wird, wie du die Safe Games dann selber benennen kannst. Den ganzen Kram, den man so aus den Spielen kennt, werden wir auch alle machen. Damit kommen wir allerdings jetzt zum Ende. Ich guck mal, was wir als nächstes machen. Ja, als nächstes geht es um Material Editor und um die Material Editor Instanz und ja, ein bisschen grobes Wissen. Und danach reden wir kurz über Texturen, über den Textureditor, über Mipmaps, Auflösung, Channel Packing und all so ein Kram. Und das ist dann die Grundlage für ein paar coolere Sachen. Ich habe da vor, dann vielleicht noch ein Schutzschild-Material zu machen. Das Schutzschild dann unserem Charakter, unserem Pawn zu geben, sodass der dann einmal oder zweimal getroffen werden kann. Und dann geht das aus. Und wenn er dann von einem Gegner getroffen wird, dass er dann stirbt und all so ein Quatsch. Ja, das wird auf jeden Fall auch richtig geil, denke ich. Und gut, das war's. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.